So Leute, beim letzten Mal haben wir dieses wunderschöne Stück, das sich Unterwasserbasis schimpft, zusammengebastelt. Und ich habe mich jetzt aber informiert, wie man das Ganze noch etwas besser noch hinbekommt. Man mag es kaum glauben, aber ja, das hier ist noch nicht das Limit. Krass, ne? So, das Ding ist, ich werde jetzt erstmal dafür, also ich werde eine neue Base bauen. Und zwar in diesem roten Fell, in diesen roten Feldern da. Das Ding ist, ich brauche eigentlich nur Titan, Blei, Titan, 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 Glas, Glas, Titan, Quarz und Titan, Glas. Ah, never mind. Also, auf jeden Fall fast nur Glas, Titan und Blei. Und diesen Werkzeugraum, da muss ich noch ein bisschen nachforschen. Das mache ich jetzt als erstes. Und dann werde ich ein wenig nach den Titanium und sowas schauen. Und dann schauen wir, dass wir eine coole Base, eine ordentliche Base in diesen roten Feldern da zusammen geschustert bekommen. So, Titan sollte ich jetzt erstmal genug haben. Ich habe jetzt mal Nachforschungen angestellt bezüglich dem Werkzeugraum. Und zwar gibt es da unterschiedliche Inseln, zu denen man hin kann. Und da soll einer sein. Da in diesen dunklen Wolken. Und deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Weil da soll eben, wie gesagt, eine Insel sein. Floating Island. Und auf dieser Insel sollen eben diese Blueprints für Mehrzweckräume sein. Und da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ich habe da was. Die ist tatsächlich gar nicht so weit weg, wie ich anfangs befürchtet hatte. So, ich gehe mal stark davon aus, dass es hier jetzt auch, dass ich hier nicht alleine bin auf der Insel. Sondern, dass ich hier den einen oder anderen Mob finden werde. Das Gute ist, ich kann jetzt diese Kackbrille abnehmen. So. Okay. Komme ich hier hoch? Ja. Lol, was bist du denn? Oh, crap. Ausgewichen. Komm, oh, er ist tot. Sorry. So, ich glaube, da drüben geht es ein bisschen leichter hoch. Was bist du denn? Ein fucking Oktopus. Der hat sich einfach weggeportet kurz. Ach du Kacke, ich bin hier ganz weit weg von zu Hause. Da ist auch so eine Art Gebäude oder sowas, wenn ich das richtig erkannt habe. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier hin. 900 Meter weg. Oh, da ist schon wieder so ein Viech. Und da auch noch. Da habe ich... Ja, ich habe, Gott sei Dank Medikits dabei. Falls die zu viel Stress machen sollten. Wobei, die gehen eigentlich voll fit. So, ich habe auch erfahren, dass man hier... So kann man seine Nahrung wieder auffrischen. Perfekt. Das ist ja recht praktisch. So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt, wo jetzt dieser Mehrzweckraum ist. Gold, lol. Alter, ich hab ein bisschen Angst vor den Viechern. Boah, okay, die machen nicht viel Damage. Alter. Oh, nicht schon wieder so eins. Alter. Gott, sind die nervig. Lithium. Holy shit, was ist das denn? Was habe ich jetzt? Lithium, Diamant und Gold. Okay, das hat sich schon mal gelohnt auf jeden Fall. So, gerade eben habe ich rausgefunden, dass ich auf der falschen Insel bin. Hier ist ganz netter Luzo, haben wir auch gesehen, mit den Diamanten und Gold und sowas und Lithium. Aber mit diesen Mehrfachzweck-Dingers da, ne, ist hier Fehlanzeige. Deswegen geht's noch gleich auf zur nächsten Insel. Ah ja, das sieht eher nach der Insel aus, die ich gesucht habe. Na wunderbar. So, und jetzt muss ich auf den rechten Berg draufklettern, glaube ich. Auf den. Und da oben ist dann das, was ich suche. Oh. Ah,
Guter alter Knollenbaum. Ah, hallo, dich kenne ich schon. Komm, schönartig sein. Wo bist du? Perfekt, haben wir ihn. Oh, das sind mehr von... Oh, die sind wütend. Die sind wütend, das erkenne ich direkt. Wie komme ich da hoch, bitte? Das ist ja krasser als Mount Everest. Ach du Kacke. Ich hoffe, es gibt keinen Fallschaden, ne? Ne. Wie kommen wir hier gescheit hoch? Ich verstehe es nicht. Okay, ich laufe jetzt mal den Berg komplett ab und schaue, ob es hier irgendwo einen Weg nach oben gibt. Oh, lol. Ja, moin. Oh, hallo, na? Gertrude, wie geht's denn so heute? Ey, Gertrude, nicht ganz so aggressiv. Mehrzweckraum, ja. Oh mein Gott, wie viel brauche ich davon? Alter, dauert das lange. 1:37 später. 6 Stunden später. Reicht es schon? Kann ich hier schon her... Warte. Da muss ich ja im Wasser sein dafür, auch Mann. Ah ne, warte, das ist falsches Ding. So, jetzt. Es geht. Ich kann Mehrzweckbraun bauen. Perfekt, ich bin weg hier. So, ab zurück in die Heimat. So, wir sind jetzt zu Hause. Und wir können jetzt theoretisch das Zeug bauen. Und ich würde sagen, das machen wir auch in der nächsten Folge. Ich nehme mir irgendwie immer zu viel vor für die einzelne Folge. In der nächsten Folge suche ich mir ein schönes Plätzchen in einem roten Biom und baue da meine Base. Genau, bis dahin würde ich sagen, haut rein. Bis dann und ciao.